Hi Jule bzw. Papa Ralf. Das ist jetzt eine sehr intime Frage, aber es würde mich interessieren, wie ihr das regelt mit eurer Zweisamkeit. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir, nämlich zu einem Q&A. Wir hatten euch vor, ich weiß es gar nicht, vor einer Woche ungefähr muss es gewesen sein, aufgerufen, dass ihr uns Fragen stellen sollt, die ihr schon immer wissen wolltet oder was euch so auf der Zunge brennt. Und wir haben tatsächlich über 200 Kommentare bekommen und ich, kleine schlaue Maus, habe das Ganze oldschool ausgedruckt, weil auf dem Handy, das geht dann aus und Tastensperre und wieder zurückscrollen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich es auf diese Art und Weise gemacht. Wir haben gleich von vornherein schon gesagt, es sind so viele Fragen, die sich in all den letzten Vlogs immer und immer wiederholen, dass wir wahrscheinlich 2, 3 Q&As hintereinander machen. Ne? Also so Part 1, 2 und 3. Mal gucken, wie weit wir kommen. Motte macht gerade Mittagsschlaf. Holt euch ein Käffchen. Ladies and Gentlemen, haben wir auch gemacht. Und wir essen gerade ein Stück Kuchen, weil wir haben wirklich unglaublich starken Hunger. Fangen wir an. Das ist die meistgestellteste Frage gewesen, also mit den meisten Likes. Clara Sophie M. fragt nämlich, als was hast du gearbeitet, als Hayley noch nicht auf der Welt war? Könntet ihr euch vorstellen, noch ein zweites oder drittes Kind zu bekommen? Wenn ja, wann und welches Geschlecht am liebsten? Ich finde euch super. Liebe Grüße, Sophie. Vielen lieben Dank erstmal dafür. Zum Thema, was habe ich beruflich vor Hayley gemacht, das werden wir, glaube ich, fast in jedem Vlog gefragt. Ne? Auch bezüglich Ralf habt ihr das ganz oft gefragt. Und da muss ich gleich eingreifen und sagen, dass wir teilen so, so viel mit euch und auch gerne, gar keine Frage. Aber ich bin ganz ehrlich, was das Berufliche bei uns angeht, ob bei Ralf, bei der Omi, bei Chrissy oder egal bei wem ihr das ganz oft schon nachgefragt habt, das ist dann doch einfach Privatsphäre und das bleibt unsers. Wenn ihr uns mal am Telefon hört oder ob ihr uns bei der Arbeit seht oder wie auch immer der Zufall es will, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann freuen wir uns auch. Aber ansonsten ist es einfach Privatsphäre. Und dann hattest du ja noch gefragt, ob wir uns vorstellen können, ein zweites oder drittes Kind, und da ist die Antwort ganz klar, yes. Wir sind ja jetzt gerade quasi schon dabei, das zweite, sag mal Schatz. Ja, wir suchen gerade schon, also wir wissen jetzt noch nicht, in welchem Forum wir den besten Storch finden, auf jeden Fall suchen wir gerade schon das zweite Kind. Es ist natürlich, habe ich euch ja in meinem Stillvideo erzählt, nicht ganz so einfach dadurch, dass ich ja noch stille, aber diesbezüglich klickt einfach in das Stillvideo und dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Und dann die Frage, welches Geschlecht, Schatz, was hättest du da gerne in deiner Bestellung? Meine Bestellung, Hauptsache gesund. Standard. Das ist immer so klischeehaft. Genau. Mittlerweile, natürlich als Kerl wünscht man sich immer irgendwie so einen Jungen, so einen Bub. Aber dadurch, dass ich die Zeit einfach, oder ich die Zeit auch so schön mit meiner Kleinen finde, wünsche ich mir Hauptsache nur ein gesundes Kind. Junge, Mädchen, egal, Hauptsache gesund. Elena Boschert fragt, wie lange willst du zu Hause bleiben und soll Hayley in eine Kita gehen? Hayley wird ab nächstes Jahr in den Kindergarten gehen, das ist auch schon alles unter Dach und Fach. Und dementsprechend haben wir uns geeinigt, und darüber freue ich mich auch ganz dolle, dass ich halt noch ein drittes Jahr zu Hause bleibe. Nadine Depping fragt, warum ist die Omi nicht mehr zu sehen? Liebe Grüße aus Osterholz-Scharmbeck. Sagt mir liebe so, Grüße zurück. Weißt du, wo das ist? Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wo das ist. Natürlich, hallo, das ist eine Metropolenstadt. Nein, das hätte ich auch googeln müssen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liebe Grüße, genau. Ja, warum ist die Omi nicht zu sehen derzeit? Also es war ja so, dass sie zum Vlogmas 2016, genau, da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Ganz spontan einfach entschieden hat, dass sie gesagt hat, ich zeige mich jetzt, weil die lieben Zuschauer immer so nett gefragt haben. Und dementsprechend ist es auch mit allen anderen Leuten um uns herum. Wer Lust hat, mit ins Video zu kommen, der sagt das. Und wer von vornherein sagt, bei mir bitte heute nicht, da akzeptieren wir und respektieren wir das ja auch, weil nicht jeder fühlt sich immer und möchte das. Und das ist ja auch vollkommen legitim und in Ordnung. Und ja, bei der Omi ist es halt momentan noch eine Stufe stärker, würde ich sagen, weil bei ihr ist es so, dass es ihr einfach mental, physisch überhaupt nicht so gut geht. Und da ist auch die Frage gleich mit beantwortet, ob sich das Generationshaus schon als Vorteil entpuppt hat. Und das hat es auf jeden Fall, denn definitiv, wir als Familie, ne, können die Omi richtig gut unterstützen. Ihr wisst ja, was in den letzten Wochen passiert ist und halt auch in den letzten Jahren.
gerade so was Scheidung und sowas alles angeht. Also es waren viele Schicksalsschläge und ja, die Omi hat momentan so ein bisschen damit zu kämpfen und mehr brauchen wir auch nicht auf das Thema eingehen, aber da wisst ihr Bescheid. Sie kommt ins Video, wenn sie möchte und wenn nicht, hört ihr sie oder seht sie eben nicht. Aber ansonsten, genau. Josephine oder Josephine? Wir haben bei uns im Freundeskreis eine, die heißt Josephine. Und andere Josephine. Hm? Ich sag Josephine. Josephine, dann sag ich Josephine. Auf gar keinen Fall. Hi Jule bzw. Papa Ralf. Das ist jetzt eine sehr intime Frage, aber es würde mich interessieren, wie ihr das regelt mit eurer Zweisamkeit. Da Motte mit euch im Elternbett schläft und Omi bei euch unten wohnt, habt ihr da keine Ängste, dass ihr erwischt werdet oder seid ihr mittlerweile schon abgehärtet? Liebe Grüße aus dem Saarland. Intim, eintim würde ich da einfach mal behaupten. Und Ralf, der ist ja schon so euphorisch gerade. Ralf, sagen Sie doch mal, wie ist das denn? Also darüber möchte ich einfach mit euch nicht sprechen, denn ich und Jule, es läuft alles über den Storch. Nicht über meinen Anwalt, nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall das Thema Zweisamkeiten, da nehmen Jule und ich uns immer definitiv die Zeit. Also wirklich, das ist uns auch wichtig, denn wir sind nicht nur Eltern. Das haben wir, glaube ich, vor kurzem erst gesagt, also ne, als wir... Genau, auf dem Weg zum Frisco waren. Wir haben unsere gewisse Zeit gehabt, die nur als Eltern galt. Aber irgendwann ist das ja auch vorbei und dann hat man seine Möglichkeiten, ob Kind im Bett schläft oder ob wir alle unter einem Dach wohnen. Also da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Das funktioniert einwandfrei, sage ich euch. Mhm. Oh, ich habe auch Hunger. Ihr habt auch Hunger, wisst ihr? Jule isst aber nichts, weil sie sonst was zwischen den Zähnen hat. Ja, habe ich eben gesagt. Ne? Deswegen habe ich den auch runtergeschlungen. Die liebe Nina fragt, sie schreibt auch sehr, sehr oft, ich schaue euch ja etwa ein Jahr zu, habe mir zwar ältere Videos angesehen, aber ich habe bisher nichts über Ralfs Familie bzw. Eltern und Geschwister gehört. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ganz, ganz liebe Grüße. Uns wäre es gar nicht so bewusst gewesen, wenn wir die Frage über das Kommentar nicht gestellt bekommen hätten. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Wir haben wirklich sehr viel Kontakt zu meiner Familie. Also wir pflegen auf jeden Fall ein sehr enges Verhältnis. Ich mache auch viel mit meinen Geschwistern. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache mit den Jungs was, sind es meist meine Geschwister, die da auch mit bei sind. Viele von meinen Geschwistern, die schauen auch gerne unsere Videos zum Runterkommen, ne, ihr frechen Lumpen. Emma T. fragt, wie bist du auf deinen YouTube-Namen gekommen? Und das wollen auch ganz, ganz viele wissen, wobei ich diese Frage auch schon etliche Male beantwortet habe, zumindest zweimal in Videos. Aber alle guten Dinge sind drei. Ich wurde damals immer von meiner ehemaligen Freundin Principessa genannt. Genau, so fing das nämlich an. Also das original italienische Prinzessin Principessa. Unsere Lieblingszahl ist die 13 und wir sind ja auch am 1.3.2010 mittlerweile, oh Gott, zusammengekommen. Und das ist eigentlich schon das Rezept von meinem Namen bis auf die Schreibweise. Nämlich, Ralf und ich sind ja nun überhaupt keine humorvollen Menschen, ganz und gar nicht. Aber wir haben damals, warum auch immer in anderer Sprache gesprochen. Und Ralf hat immer gesagt, ach komm, meine kleine Principessa. Warum auch immer hat Principessa gesagt. Und dementsprechend heiße ich 1 Principessa 3. That's it. Der Name ist auch ziemlich interessant. Ich bin gar nicht da, schreibt. Wie ist der Stand um Ralfs Führerschein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Führerschein. Zumindest habe ich mal drüber nachgedacht, wie es wäre. Nein, es ist einfach so, man findet immer viele Ausreden, natürlich, um solche Dinge durchzuziehen. Aber bei uns war es ja tatsächlich so, der Umzug, die Schicksalsschläge, der Stress und auch beruflich Vollzeit arbeite, das ist echt, echt schwierig, Papa da sein, alles unter einem Hut zu bekommen. Dadurch, dass ich ja jetzt auch zu den Handwerkern gehöre, ist es tatsächlich nicht noch einfacher geworden. Denn Frauen glücklich stellen ist halt immer schwierig und das schaffst du nur mit handwerkliches Geschick. Und vor allem, wir sind drei. Ja, drei, genau. Okay. Die eine will eine Hakenleiste angebrochen haben. Selbst die Kleine will jetzt schon ihre Bilder haben, also wirklich. Nein, naja. Es ist wirklich schwierig. Und ich muss wirklich sagen, an dieser Stelle auch, Schatz, ne, und das sage ich dir auch ganz, ganz oft, ich ziehe meinen Hut davor, dass Ralf wirklich so für Hayley da ist, obwohl er halt so einen Vollzeitjob hat und hier viel macht und da viel macht. Das ist schon, man muss das alles unter einen Hut kriegen. Und vor allem ist es so, er hat jahrelang keinen gehabt und er ist einfach nicht an erster Stelle gewesen. Deswegen ganz sutsche, ganz entspannt. Aber ich sage euch eins, ich freue mich auch, wenn er endlich den Lappen hat, ne? Frontblase. So sieht's aus. Aber deswegen sind wir ja auch jetzt wieder dran und
werden langsam aber sicher uns dem Ziel nähern, ne Schatz? Mhm. So. Den ersten Fragebogen habe ich. Übertreib mal nicht. Die erste Frage vom ersten Fragebogen. Ach ja, von 30 Fragen, okay. Die liebe X-Romina 1992, die auch ganz, ganz viel kommentiert. Das ist sogar schon Ralf aufgefallen. Hey, ABVB. Hey, ABVB. Hey, ja, okay. Reicht dann auch, Engel. Und Romina. Wie findet ihr es letztendlich, mit Omi zusammen zu wohnen? Habt ihr es euch genau so vorgestellt? Also ich kann es ganz eindeutig beantworten. Ja. Genauso hat man sich das vorgestellt. Ne? Man musste natürlich erstmal ein Team werden. Also was heißt ein Team werden? Einfach einspielen. Ist ja klar, es sind zwei Haushalte quasi zu einem geworden. Alles, die Dekoration, da hat Ralf jetzt richtig zu kämpfen gehabt. Ne? Der musste immer nur schleppen und hinstellen und von A nach B. Und dann kommt er nach Hause und dann wollen zwei Frauen das jetzt wieder komplett anders haben. Also wir haben, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, trotz aller Schicksalsschläge und alles, was so gewesen ist, haben wir wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und wir lachen auch viel und wir tun uns einfach einander wirklich sehr, sehr gut. Und daran merkt man auch wirklich, wie wichtig die Familie ist, ja, ehrlich. Ja, das stimmt wirklich. Immer wieder kann man es nur erwähnen, Familie ist das A und O. Lena Schmitz fragt, wie hast du Ralf kennengelernt? Und die Frage haben wir auch schon ganz, ganz oft beantwortet. Und kannst du dich erinnern an unseren ersten Boyfriend-Tag? Ja. Da habe ich noch Couch, so... hatte ich was Blaues an. Ja, und ich habe hier mein Spinnennetz-Oberteil. Das sind noch die Überlängen-Videos. Den verlinke ich euch mal hier oben und auch in der Infobox. Da müsst ihr unbedingt reingucken. Leute, wenn ich manchmal so noch alte Videos gucke, ich lache mich einfach schlapp. Und da beantworten wir die Frage. Schmettergage 2412. Jule, du warst ja schon immer schlank, aber nach der Schwangerschaft mit Hayley hast du ganz schön abgenommen, oder? Wie viel wiegst du denn momentan ungefähr? Also sie wiegt so viel, dass sie aus dem Fenster springt und auf den Boden gleitet. Selbst hier, sie hält 6 Blätter und schon kriegt sie Muskelkater am Oberarm. Sehr witzig, Papa. Ich wiege auf jeden Fall weniger als vor der Schwangerschaft. Ich weiß nicht, soll ich jetzt sagen, wie viel ich wiege? Nee, ne? Das musst du dir nicht sagen. Nicht. Also die kennen die Tiere, die ihr Vierfaches ihres Körpergewichtes tragen können. Über Zahlen spricht man nicht. Ich weiß nicht, gehört das ins Internet, Papa? Nein. Auf jeden Fall. Na, Schatz, weil deine Waage nicht mehr anspringt, wenn du drauf bist. Sie geht auf der Küchenwaage, da reicht Grammzahl. Ah, ich kann nicht mehr. Ja, ich wiege auf jeden Fall weniger. ich glaube aber, dass das auf jeden Fall mit dem Stillen zu tun hat. Wie gesagt, guckt euch das Stillvideo an. Ich schätze ganz, ganz stark, dass es damit zusammenhängt. Vivian Behlke schreibt, was wäre, wenn ihr einen Urlaub geschenkt bekommt und euch das Reiseziel selbst aussuchen könntet? Wo würdet ihr hinfahren oder fliegen? Und ich habe eine Antwort. Die da wäre? Malediven. Richtig. Ich möchte so, so gerne mal auf die Malediven. Das ist echt ein Traum von mir. Aber es gibt's ja doch. Malediven ist schon echt schön. Es gibt aber so viele Orte, die wir uns auch noch zum Ziel setzen. Aber in so wirklich, Staaten wollen wir auch mal. Ich weiß, aber so wirklich mal nur Strand, Sand und Meer. Was meinst du, wie Motte da aufgehen würde, ne, mit dem ganzen Wasser? Mexiko, Cancun und so. Es gibt schon ein paar schöne Orte, aber Malediven. Milkshake 151. Nimmst du uns bei der Hochzeitsplanung mit Vorbereitung, Kleid und so weiter und so fort? Auf jeden Fall. Und hier kommen wir dann auch gleich schon zu Miss Anonym. Wie weit seid ihr mit der Hochzeitsplanung? Wollt ihr nur standesamtlich oder auch kirchlich heiraten? Dazu haben wir auch wirklich sehr, sehr viele Fragen bekommen. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass wir es wirklich unterschätzt haben mit diesem Haus, ne? Mit zwei Haushalten. Denn wie gesagt, ich will das nicht immer wieder thematisieren, aber in den letzten Wochen war wirklich viel los. Und irgendwie hat man dafür nicht richtig, ja, das, wie soll man sagen, nicht richtig die Zeit und die Lust und die Liebe für gehabt. Ich meine, wenn man es jetzt wirklich mal so pauschal sagt, eigentlich ist es nur was auf dem Papier, ne? Wenn man es so sagt, so gesehen. Und ich möchte das aber, wenn schon denn schon, richtig schön organisieren. Es muss nicht viel Tamtam und das Beste vom Besten und die geilste Location der Erde. Für mich ist einfach wichtig, dass wir uns wohlfühlen, dass unsere Gäste es schön haben, dass wir gutes Essen haben und so weiter. Und da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Aber es ist ja auch alles, muss man auch ganz ehrlich sagen, eine finanzielle, Frage.
Genau, eine finanzielle Frage. Denn wie gesagt, hey, die Taufe steht an. Wir wollen heiraten und wir haben sogar überlegt, ob wir dieses Jahr standesamtlich heiraten und dafür nächstes Jahr kirchlich. Somit nehme ich die Antwort auch schon mal vorweg. Ich möchte schon gerne beides. Und ich habe ganz oft zu Ralf jetzt gesagt, wir wollten es wirklich jetzt schon dieses Jahr machen und schon längst geheiratet haben. Aber ich glaube, dieser Flair, diese Magie geht verschwunden, wenn man jetzt heiratet und erst nächstes Jahr kirchlich. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde es, glaube ich, schon gerne alles zusammen machen. Und so haben wir es jetzt auch geplant. Und dementsprechend muss natürlich der Geldbeutel auch ein bisschen aufgestockt werden. Und für uns war am allerwichtigsten, dass ich eben noch ein drittes Jahr zu Hause bleibe, was natürlich auch nicht gerade günstig ist. Aber ja, man muss Prioritäten setzen. Du wisst ja, wie so ein Zwiebellederportemonnaie aussieht. Da machst du die Augen auf, dreh dir die Augen durch. Das ist es schon gewesen, also mit den ersten Fragen auf jeden Fall. Wir haben ja anfangs gesagt, dass wir ein paar Q&A jetzt hintereinander machen, damit wir eben diese ganzen Fragen abarbeiten. Alle Fragen werden wir uns beantworten können. Nein, aber viele, ich denke mal... Viele wiederholen sich, 200 eben. Fragen ist viel, also auch an die anderen nimmt es sich persönlich. Nee, um Gottes Willen. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr morgen um 19 Uhr wieder einschaltet, denn dann seht ihr, wie süß Hayley gebacken hat. Das war niedlich, ne? Ja. Also Leute, macht es gut. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.